Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Mechanic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Oxlack und wir legen auch gleich los. Heute haben wir so ein, ja, Fallen eines Tempels. Also wir haben hier so Laufding hier. Darauf bin ich ja mega gespannt. Das klingt ja wirklich spannend und lustig. Und zwar ist dieses nette Ding von Torftorf. Hey, wie geht's dir? Achso, und von Jan Angelo. Ja, schön. Also habt ihr das zusammen gemacht. Gut. Also, keine Blöcke abbauen, ist klar. Keine Blöcke platzieren, ist klar. Die Hebel würde nur am Ende benutzen, um den Schatz mitzunehmen. Okay. Bei roten Enden ist es verboten, sich zu ducken. Bei roten Enden ist es verboten, sich zu ducken. Bei gelben Enden ist es erlaubt. Bei grünen muss man sich ducken, um weiterzukommen. Okay. Wenn man von einer Falle getroffen wurde, muss man zum nächsten Lift zurück. Bei diesen nur einmal den Schalter drücken und sich dann auf die Plattform stellen. Der Rest ist automatisch. Knöpfe dürfen immer gedrückt werden, nicht schummeln. Dieses Objekt darf von YouTube gezeigt werden, wenn beide Namen genannt werden. Dieses Objekt darf erneut hochgeladen werden, wenn man einen Tempel um die Fallen baut. Ah, und beide Namen in der Beschreibung. Oh, okay. Interessant. Na gut. Würde ich sagen, legen wir mal los. Also, wir gehen hier rein, drücken jetzt diesen Knopf, der hier verschwindet. Wahrscheinlich geht's. Oh, das ging schnell zu. So, okay. Und jetzt drücke ich hier auf den Knopf. Was heißt C? Was heißt das jetzt? Ah! Ach so! Ich muss mir das jetzt merken. Ich glaube, das ist so wahr. So? Okay, warte. Ich glaube, es war so, oder? Jetzt zeigt es mir nicht mehr an. Ah, so. Und dann so. Okay. Ja, das kriege ich hin. Ja. Ich habe versucht, da irgendwas rauszulesen. Ich hätte nicht gedacht, dass da ein Kennwort dahinter ist. Das ist ja ultra. Okay, also bei Rot darf ich mich nicht ducken. Oh! Ja, krasse Scheiße. Ach so, bei Gelb hätte ich mich bücken dürfen. Dann muss ich zurückgehen, oder? Ach so. Ist ja interessant. Ist ja lustig gemacht. Hä? Das ist witzig. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh. Also ich darf mich hier ducken, aber trotzdem werde ich ja weggeballert. Ich glaube, gerade kommt Post. Scheiße. Muss ich kurz gucken. Sind die leicht schräg? Kann das sein? Nee, keine Ahnung. So, okay. Also. Hier dürfen wir uns wieder ducken. Das ist gelb. Das sind so Sensoren. Ich bin interessiert, was passiert, wenn man... Oh! Aha! Da geht der Boden runter. Das ist schon cool. Sehr kreativ, muss man schon sagen. Okay, also ich darf da... nicht auf diese roten Flächen gehen. Ha, geschafft. Und jetzt? Och nö. Ich bin wieder runtergefallen. Da muss ich... Oh! Jetzt hatte ich aber Glück. Ach, der ganze Boden geht dann so weg. Und dann... Ha! Drüber hüpfen. So, und jetzt? Schüss mich mal einfach hier hin.
Nicht jetzt? Was muss jetzt passieren? Jetzt haben wir hier einen Stuhl, aber... Ich vermute mal, wir hätten da reinkommen sollen, aber wie geht das? Da ist so ein Ding. Aber durch was wird der ausgelöst? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Das ist auf jeden Fall der Schatz, den ich jetzt mitnehmen dürfte. Was ist hier? Wie komme ich jetzt hier raus? Ach, wahrscheinlich müsste ich wieder zurücklaufen, oder? Kann das sein? Zu Glück kann ich ja jetzt so rausgehen. Ach, springen kommt man auch drüber. So, wie komme ich jetzt hier raus? Komisch. Da weiß ich jetzt nicht so genau, was ich hätte machen sollen. So. Wir haben's. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustig. Also eine sehr, sehr kreative Art. Also, Jetzt muss ich niesen. Toll. Ach, gehst du weg. Das ist schon cool gemacht. Ne? Vielleicht ein bisschen... Vielleicht, ja gut, wenn man in so eine, wirklich in so ein Ding reingeht, ne, weiß man ja auch nicht, was auf einen zukommt. Da ist ja ein Knopf. Ach so. Warte mal. Vielleicht hätte der Knopf ausgelöst werden müssen. Wobei. Ja. Wobei ich mich echt ein bisschen wundert, weil. Oh, ist ein bisschen eng hier. Ich schummel jetzt, mir egal. Und zwar haben wir hier einen Knopf, ne? Aber der ist mit nichts verbunden, außer mit... Obwohl, doch, der ist ein bisschen mit was. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist irgendwo ein Fehler drin. Ich weiß auch nicht so genau. Jetzt komme ich ja auch gar nicht rüber. So, und zwar... Wie ist es? Warte mal. Aha. Ich glaube, ich weiß, wie es hätte laufen sollen. Und zwar würde hier ja das Kreuz draufstehen, ja? Und dieses Kreuz sorgt dafür, dass der Pisten hier, der hier, weil anders, da ist es gar nicht verbunden, ja? Das hier oben hält. Hier oben ist ein Pisten. Wie man sehen kann, eine Spud Gun, was auch nach oben fährt, wo wahrscheinlich das Kreuz dran befestigt war. Und das soll eigentlich da drauf stehen, auf diesen Sensor hier. Und wenn der Sensor dann, also wenn man das Teil dann wegnimmt, dann geht die Tür hier zu. Ja, also so wäre es eigentlich, wenn das Kreuz drauf ist. Also ich könnte jetzt hier dann so unten durch und dann könnte ich wieder rausgehen.
Aber wie kommt man hier rein? Ach so, warte, da ist ja auch ein Sitz gewesen. Weißt du? Ich weiß, also das ist ein bisschen komisch. Hier war ein Sitz, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, so würde man wieder rauskommen, ne? Das Problem ist aber, dass das Kreuz nicht gerade stehen bleibt. Das fällt irgendwie immer um. Keine Ahnung warum. Oh, es fällt immer um. Ich weiß auch nicht warum. Aber das hätte man eigentlich relativ leicht beheben können, indem man hier im unteren Bereich, also hier, oder da ist ja wurscht. Jetzt ist es halt so. Das ist blöd. Warte mal, wie machen wir das jetzt schnell? So, warte. So. Und den Bereich hier so ein schweres Teil hinmacht, ja. Also hier das hier. Da fällt es aber trotzdem noch manchmal um. Es fällt halt auch tief, ne? Es funktioniert zwar ganz. Ganz gut. Warte mal, vielleicht wenn man es so macht. Und dann. Im oberen Bereich leicht. Ist besser, glaube ich. Nee. Nicht wirklich. Oh oh. Ich wollte gerade was anfliegen. Und so. So, glaube ich, geht ganz gut, gell? Das fällt auch um. Aber da, ich weiß nicht, wie das vorher war. Warte mal, wir können es ja mal ausprobieren. Schauen wir mal ganz kurz rein. Also wir machen das mal weg. So, das ist das Ziel. Da geht's los, hier ist das Ziel. So, schauen wir mal. Also man sieht schon, ne, hier oben, da diesen Pisten, der ist jetzt nicht ausgefahren. Genau, also hier ist der Pisten, der... Warum der jetzt da so leicht versetzt ist, weiß ich ja nicht. Aber auf jeden Fall würde er hier drauf schießen, ja. Auch hier hättet ihr schon eine, Lösung, ja. Also, nein, der steht jetzt. Aber eigentlich hättet ihr gleich das hier so hin verbinden können. Ihr hättet das gar nicht anheben müssen. Und zwar kann der Sensor hier oben gar nicht befestigt werden. Ja? Also so ist der schon ab. Dann habt ihr keinen Fall mehr. Ja? Es fällt nicht mehr irgendwo runter und ist dann so stabil. Jetzt sieht man auch hier, den Sitz hatte ich weggemacht. Genau, man kommt also hier so durch, ja. Und dann schnappt man sich den und rennt raus und dann geht die Tür zu. Okay, jetzt macht das Ganze auch Sinn. Ne? Also wir wären reingekommen, konnten aber nicht reinkommen, weil das Kreuz irgendwie runtergefallen ist. Also wie gesagt, setzt es wirklich ganz unten hin, vielleicht sogar noch hier unten ein Gewicht reinmachen, damit das wirklich pumpenfest drauf sitzt und dann nicht irgendwie umfällt und dann steht man vor verschlossener Tür. Das ist halt dann ablied, ne? Dann kriegt er eine schlechte Bewertung, wenn man sagt, ja, das Ding funktioniert gar nicht. Nee, aber sehr coole Idee, sehr kreativ. Ich hoffe, ihr findet jemanden, der Tempel drumherum baut. Ich werde es leider nicht sein, zumindest nicht in nächster Zeit. Ja, aber sehr schön. Also auf jeden Fall unbedingt mehr davon. Also wirklich sehr, sehr, sehr kreativ. Also wenn sich jetzt jemand da auch genötigt fühlt, so ein Tempel zu bauen mit so Fallen und so. Immer her damit. Ich fand die super geil. Also wirklich super geil. Hatte Mr. Growhype, habe ich auch mal was eingeschickt gehabt. Mit so einem Parcours. Also sowas liebe ich total. Also unbedingt mehr davon. Ja, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.